Also tatsächlich habe ich auf Lee Sin, könnt ihr euch das vorstellen? Ich habe auf Lee Sin eine schlechtere Win-Ratio als auf Irelia. Das, ja, das ist wahr. Meine Lee Sin-Win-Ratio ist schlechter als meine Irelia-Win-Ratio. Oh no. War schon wieder der Twisted Fate ODP, ha? Huh? Interesting. Das ist wieder ein sehr gutes Game für Full Lethality, Lee Sin, by the way. Spielen wir auch, oder? Full Lethality. Deine Teemo-Winrate ist insane, ich weiß. Ja. Wir haben 80% oder so auf Teemo. Das ist pretty, ziemlich crazy. Wir haben eigentlich eine ganz coole Team-Comp. Ein bisschen sehr viel Physical Damage, ne? Aber es ist eigentlich ganz gut. Danke an CSGO Jason für den Support auch. Einen wundervollen wünsche ich dir, Mr. Jason. 22 größer 17. Ich meine, du kannst. Ich weiß gar nicht, wo unsere Irelia Winrate könnte jetzt fast 70% sein auf dem Account. Ja. 67% Winrate auf Irelia haben wir schon, Leute. 67%. Das ist schon sehr, sehr knackig. Okay, jetzt ist wieder dasselbe OTP von gerade eben, ist das. Das war wieder derselbe. Oh, Vissi Chachi, den gibt's noch. Lol. Wait, wir spielen gegen Vissi. Not bad, Auf allen oder letzten 10 Games? Ja, nur auf dem Account hier. Also, meine Irelia ist schon gut genug für Master Games, würde ich sagen. Ich kann schon Master Games spielen mit Irelia. Danke auch an Metze für den Support. Einen wundervollen Wunsch. Und Notte Winnie ist mit dabei. Vielen lieben Dank auch dafür den Support. Und wie schätzt du deine Akali an? Ich glaube, meine Akali ist noch nicht so weit. Ich glaube, die ist okay für Diamond 1 ungefähr, würde ich sagen. Ich glaube, die ist okay für Diamond 1, aber drüber hinaus eher nicht so. Vielleicht muss man ganz kurz wieder Fenster aufmachen. Jetzt wird es langsam kälter draußen, oder? Es ist schon 8 jetzt. Und Alberton, vielen lieben Dank auch dafür den Support. Willkommen, willkommen. Oh, so heiß, ich bin so am Schwitzen. Bleiben. Lass da rein buschen hier. Buschen, buschen, buschen. Was war das für ein Bug da unten? Was? Und mal gibt's so Visual Bugs irgendwie. Jetzt die ersten Level. Einfach erstmal rein buschen, ne? Ist das derselbe Spieler wie davor? Ja, das ist TF, das ist halt ein OTP, ist ja. Er hat 2 Millionen Punkte auf Twisted Fate. Hä? Okay, Vissi Chachi fast mit dem Solo-Kill Level 1 mit Poppy. Dafür ist sie ja schließlich auch bekannt, die gute alte Poppy. Ja, unglaubliches Level 1 Potential. Können wir schauen, ob wir vielleicht den Nidalee hier finden, kurz? Hm, aber die sollte schon fertig sein mit der Rotation, oder? Oder könnte die hier am Red... Ah, ne, die ist oben. Okay. Ja, schnell einmal rüber. We do what we must.
Könnten top-diven. Ich glaube, ich laufe da mal schnell hin. Das sieht nach Super-Int aus, oder nicht? Was ist das? What? Warum pickt der Ignite an? Mate, what? Ich roame, gebe CS auf für einen Double Buff und einen Kill für Tempo für unseren Jungler. Der TF steht Mitte und aus keinem... Was ist denn da überhaupt passiert? What? Like, wie ist der denn da gestorben? Hä? I don't get it. I really don't. Jetzt stirbt er nochmal. The fuck? Er hat natürlich jetzt Plated Boots gerusht, ne? Ja, das ist ein sehr gefederter Twisted jetzt, huh? Nicht so gut. Nice. Und habt ihr alle meine Ressourcen denied? Cool, cool, cool. Also, was jetzt geht's aber los, ja, oder? Was sind das für Teammates? Was sind das für Teammates hier? Holy shit, Mann! Was denn mal looking at hier? Das ist ein hartes, muss ich sagen. Das ist aber ein sehr, sehr hartes, da. Wir sollten noch eine pushen, oder? Lass noch eine pushen. Vielleicht hätte ich in dem Matchup E maxen sollen, damit ich die Wave besser reinpushen kann, ne? Lass mal ein paar Punkte ins E setzen. Ich glaube, es sind ja beide Skills gut. Tatsächlich kann man hier noch für eine Platte gehen, oder? Nein, können wir nicht. What the fuck? Ich dachte, das wäre ein Visual Bug. Man hat die kurz gesehen, die Jenna hinter mir. Aber ich dachte tatsächlich, das wäre ein Visual Bug. Weil wie kannst du denn... Also, die spielen gegen Kalista Fresh. Und die ist perma-roaming, die Jenna. Was? Was ist das denn für ein Bad Team? No! Was sind denn das für Teammates? Was ist das für ein Desaster, diese Leute? Oh mein Gott! Gott, das Jäger-Rief-OTP hat die Jäger-Ult verfehlt. Ai.
Den Kill genommen. Ja, den Kill darf er ja gerne nehmen. Das ist ja Carry Jungle, aber trotzdem. Was ist denn das für Gameplay? Alter, war bad. Ich hätte ihn igniten müssen. Sorry. Ah, da hab ich. Ja, wenn ich ignite, ist die tot, ne? Ich hätte einfach Kick-Q-Kombo machen sollen. Ich hab nicht, der Poppy-Flash hat mich kalt erwischt, da muss ich sagen. Und die Platte habe ich auch verloren, oder? Ja, Mann. Okay. Okay, das wird sehr, sehr hart. Das wird sehr, 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 sehr hart, das Game. Sag mal, Ekarim. Ich warne dich. Ich fucking warne dich. Wichtiges Coup. Mit, das kann doch nicht sein Ernst sein, oder? Ich meine, hat der einen Sonnenstich? Ich glaube, der hat einen Sonnenstich, oder sag mal bitte, der hat einen Sonnenstich. Holy shit, was ein Spieler. Das kann sehr, sehr gut sein. Für mich total. Außer die Nidalee ist instant wieder mit, dann ist nicht so gut. Alter, was ist denn das für ein surreales Game? What is happening here? Einer. Jetzt machen wir mal kurz wieder los, ja? Wir got this. In the back. Das ist mal ein Spiel hier, oder? Das ist mal ein Spiel. Wie können wir das gewinnen, Try. Wanna fight this? Was ist schon erwartet? Ja, war sehr bad von mir, by the way. Hätte jetzt hier eine Busch geflüstert, den da. Wo ist der geflasht? Schon dann rüber geflasht, oder? Wo ist der geflasht? Er ist auf jeden Fall da irgendwo gebaitflasht. Aber ich hatte eh keine Wahl, ne? Das, aber kann der von hier nach da? Kann er doch nicht flashen, oder? Der geht doch nicht, der Flash. Schade, ne? Wir haben hier den Mitchell bekommen. Der war sehr bad von mir, by the way. Ich war da ein bisschen. Das war sehr, sehr int. Ja, das war sehr, 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 sehr int von mir, leider.
Okay, wir haben unsere Eclipse ready jetzt. So. Also das ist bestimmt ein Viewer-Game. Also die Jenna, ich meine, die hat ja Mitte gelebt praktisch. Das heißt, die Jenna ist auf jeden Fall ein Zuschauer. Ja, ist das ja schnell mit, dann gehen wir hier nach unten. Alles bestens, alles bestens. Ich bin immer noch ganz gut dabei, aber das Game wird halt so schwer zu spielen später. Unser Team spielt so unendlich beschissen. So schwer, hier irgendwas zu machen. Wir haben halt keinen Jungler, wir haben keinen Support, wir haben keine Toplane, wir haben keinen... Wir sind halt wirklich komplett alleine in dem Game. Komplett alleine. Und wir werden halt auch brutal outscaled, zusätzlich noch. Also nicht nur haben wir keine Mitspieler, sondern zusätzlich noch haben wir kein Scaling. Die Sway von der Poppy ist wieder abgekommen. Wenn es wenig ab ist, kann ich beide killen. Ja, ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Aber ich hätte vielleicht auch so beide killen können. War so knapp, Mann. Vielleicht hätte ich probieren sollen, die Poppy zu bursten, aber durch die Jenna durch wahrscheinlich nicht. Vielleicht hätte ich die Poppy über die Wand kicken sollen, aber nee. Ich hatte da die One-Shot-Kombo, wenn das wenig genau abgekommen wäre. Danach bin ich grounded und kann mein wenig benutzen, ne? Der Poppy-Fokus wäre falsch gewesen, ne? Die Karma-Schilder und so. Tornado. Nee, vielleicht auf die Jenna. Nee, ich bin grounded, weil ich mein Q... Also der hat perfekt sein W getimed für mein Q. Und dann bist du grounded danach, weißt du? Und dann kannst du nicht flashen und du kannst nicht dein W benutzen. Ansonsten, wenn ich mein W benutzen hätte können, hätte ich auch noch was machen können. Ja, ich finde das so krass, dass der Hikari mich flamed, nachdem der meine Lane so geintet hat. Könnt ihr euch das vorstellen, was der gemacht hat und dann flamed er, weil er sich, also, weil, keine Ahnung, das ist so Self-Coping, glaube ich. Gutes altes Copium oder wie das heißt. Das ist so crazy, wie man so inten kann und andere Leute dafür flamen. The fuck? Nein, ihr müsst euch mal vorstellen, der ist Level 4. Ich habe den gegnerischen Jungler getötet. Ich zeige euch das nachher im Replay, was der gemacht hat. Ich will das actually auch nicht spielen. Ich will das actually auch nicht spielen mit den Leuten hier, muss ich sagen. Das macht keinen Spaß. Das macht absolut keinen Spaß, ja. Können die outplayen. Kurz einmal rausgehen. Und jetzt hat sie keinen Reset. Und dann kann sie einfach killen. Oder er verkackt, fehlt wieder seine Ulti und flammt dann mich. Entschuldigung. My bad. Er hat sie trotzdem gekillt, Ja. Vote yes, report mit. Der aber hört auch nicht auf. Also der muss ja zu dem Zeitpunkt muss er doch ein bezahlter Schauspieler sein, der gerade den Stream schaut, oder nicht? Er muss auch ein bezahlter Schauspieler sein. Ha, holt die Kamera raus. Fang Elstar, bist du das? Um die Ecke, ja. Das sehe ich doch schon sofort, Mr. Elstar. Kommen Sie raus jetzt, ja. Haha, das ist ja ein richtiger Schelmenstreich. Da habe ich kurz gedacht, das meinen Sie ernst, ja, alles.
Das ist mal ein schöner Streich, ja. Schön, schön, schön. Diese, nehmen wir uns mal kurz hier den Serpent Fang mit. Und schauen wir mal. Oh mein Gott! Okay, das war bad. Das war bad. Da bin ich ja richtig rumgeschubst. Alle haben gebeten, ne? Das war sehr, sehr bad, ne? Die spielen einfach besser. Die spielen einfach alle besser. Okay, ich glaube, als nächstes würden wir irgendein. Also, vielleicht entweder Sterax wäre gut hier oder Black Cleaver, glaube ich. Ja, Sterax oder Black Cleaver wäre hier sehr, sehr gut. Okay. Ich hatte 4 Leute, die ihre Position hart verloren haben und einen Hegarim, der mich 20 Minuten lang geflamed hat währenddessen, als der einzige Spieler, der noch was gemacht hat. Dann schaut euch mal diese Heka-Plays an, hier bitte. Schaut euch mal kurz noch, dann noch einmal für euch zu Hause kurz noch hier diese Heka-Plays, die sie sich noch gegönnt hat. Und dann erstmal, dann aber schön play, ne? Look at this. Look at this Schachzüge hier. So, ne? Ich push hier meine Wave rein. Ich sehe, Toplane ist das Play, die diven. So. Ich gehe hoch. Ne? Die Midwave stackt zu mir. Das ist eine stackende Wave zu mir, ne? Ich gehe hoch. Erstmal schau mal, was ich mache. Ne? Ich töte den gegnerischen Jungler, gebe meinem Jungler damit Tempo. Der Hekarim geht Mitte, will die Wave farmen, die für mich stackt, intet und gibt ihm Double Buff. Respawned, geht hier oben reindiven, wird rausgezoned, ne? Jetzt jungelt er erstmal ein bisschen. Jungle, jungle, jungle. So, und jetzt? Als nächster Move. Ich werde 3 Mann gankt, Minute 5, werde ich 3 Mann gankt von den Gegnern. Ne, die Nidl, die kommt auch gleich dazu. Ich werde 3 Mann gehen, komm ultra knapp raus, krieg den Flash hier über die Wand und unser Hekarim läuft nochmal Mitte rein, um sich für den gegnerischen Support zu traden. Spin pinkt mich und flamet mich ab diesem Zeitpunkt. Es ist Minute 5, ich habe den gegnerischen Jungler getötet, bin even CS, ne? Hab einen Double Buff, hab einen 3 Mann Gang überlebt. Minute 5, hab nichts falsch gemacht. Und ihr werdet seit dieser Minute geflamed. Natürlich habe ich danach Fehler gemacht, ne? Natürlich habe ich danach Fehler gemacht. Aber seit dieser Minute werde ich geflamed von dem. Wenn gleichzeitig unser Toplaner 1v1 gegen Poppy spielt, outfarmt wird und die über die Map portet und droamt und unsere Botlane mit Fresh Kalista gegen Jenna Tristana anfangen wird zu verlieren, sodass die Jenna permanent roamen kann.
Jenna Flash, ich glaube, die muss hier rüber geflasht sein. Das ist der einzige Punkt. Wann war der ungefähr, der Flash? Wisst ihr das noch? Wann war der? Hat den einer? Also der kann nur da gewesen sein. Ich habe mich da das anscheinend verguckt. Vielleicht war die näher bei der Wand. Und ich habe keine Ahnung, wann der war, der Flash. Muss irgendwo beim Teamfight gewesen sein, oder? Auf der Botlane. Hier vielleicht? Ja, das ist er. Ich meine, der war natürlich schon sehr, sehr bad. Ne, die ist in den Busch gebohrt. Die ist in den geflasht. Ja, okay. Wusste ich, die kann... Okay. Da wusste ich es aber schon... Ja, also zu dem Zeitpunkt, das war schlecht gespielt einfach von mir. Das war schlecht gespielt. Ich hätte unten bei dem Fight sein sollen. Das ist, warum geht es da weg? Das ist okay. Na, weil die hätte nicht... Also, obwohl die Action hätte die da hoch auch flashen können. Die hätte in alle drei flashen können. Aber warum habe ich sie da nicht gesehen? Weil ich dachte, ich habe den Busch gecheckt. Na, falls die den Flash macht. Warum habe ich die da nicht gesehen? War ich nicht drin? War ich da actually nicht im Busch? Ich bin im Busch. Ich habe keine Vision auf den gekriegt. Ich bin im Busch. Ihr seht, ich bin im Busch. Warum habe ich da keine Vision auf ihn gekriegt? Ich bin im Busch. Hä? What? Und sie sieht, dass ich im Busch bin. Hä? Alter, was war das für ein Game? Was war das für ein Game? I don't get it. I really don't. Naja, Lee Sin ist ja auch ein blinder Champion, ne? Da macht das wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr Sinn. Also, was ein Game, Mann. Was ein Game. Holy shit. Oh. Was ein fucking Game,